Egal, was geschieht. Alles ist gut, solange du wild bist. Ich kann es nicht sagen, egal was. Egal was, ich kann nichts sagen. Nichts, was sie bringen, Wenn die kann mich Harte in dazu. der Totalen. Die widerspricht dich schon wieder, Alter. Ja, vielleicht kann sie es ja tatsächlich physikalisch nicht tun, weil es gibt einen Zauber, der sie davon abhält. Sie hat die Worte nicht. Zum Ihr fehlen die Worte. Ja. Jetzt Sie hat fehlt aber. keine Pforte. Pforte für mich? Was? Worte. Lasst es mich erklären. Diese Zeugin hat von Beginn des Prozesses an jemanden gedeckt. Was? Den Verteidiger! In meinem Gericht kam es zu einer Deckung? Oh, da haben wir bald ein Gerichtsbaby. Wenn das so weitergeht, ja. 9 Monate noch. Wer kommt dafür auf? Ich! Wodurch? Mit einem Scheck, der ist nicht gedeckt! Im Gegensatz zu ihrer Mutter. B-b-bam. Aber Okay, gut, weiter. zu unserem Glück sind wir nicht länger auf Frau Donners Aussage angewiesen. Sie ist nutzlos jetzt. Denn die Antwort liegt auf der Hand. Hä, ich dachte an jemandes Hals. Ah, mein Stylus. Das ist Marks Aufgabe. Ja, mein Stylus. Nein, ich mache das jetzt nicht. Ich rede natürlich von der wahren Identität des Angreifers von Frau Dorna. Alle bisherigen Hinweise deuten auf eine Person. Auf eine Person. Darauf, dass es eine Person ist. Wow. Keine Robbe? Wow. Verteidiger, ich gehe davon aus, ihr führt ein Schwert, mit dem ihr diese schwere Anschuldigung verteidigen könnt. Worauf Sie wetten können. Soll ich sie Ihnen mal zeigen? Das tue ich. Na gut, Wie es heißt scheint nochmal als. das, wo das Schwert reinkommt, wenn man es nicht braucht? Na gut, es scheint, als würde jetzt alles von Ulla, meiner Mark ist geflohen. von meiner Antwort abhängen. Jetzt sehen wir endlich. Moment mal. Was ist jetzt? Es hängt Wir alles machen von der. Schluss und nächste Woche geht's weiter. Tschüss! Nein! Nein, es hängt von der Antwort ab und Ach solange ich noch so. speichern kann, speichere Ach ich. so. Jetzt sehen wir endlich, wer die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden gezogen Das hat. wäre aber wirklich eine geile Stelle, um einen Cliffhanger zu basteln. Wir haben eh nicht mehr. Wie, wir haben nicht mehr lang. Oh, naja, noch knapp 20 Minuten. Oh, nur bis 12? Okay. Ja, das hatte ich auch irgendwann mal erwähnt. Bullenverteidiger, erklärt nun dem Gericht, wer für den Angriff und für das Einsperren der Zeugen in der Glockenstube verantwortlich ist. Die Wachen. Ich Ich will nominiere noch mal eine Gloria. Minika. Gloria. Echt? Warte kurz, ganz kurz. Die Katze. Es war Nora, es war die Katze. Ja, eindeutig, Noria. Oder der Schöpfria. Der Schröpfer. Sophiria. Der Da bin Schröpfer, ich. der Akupunkturmeister. Es ist der Schröpfer. Oder Bella hat sich selber eingesperrt, aus Ja. Gründen, warum sollte sie? War Vielleicht mag es. sie das. Aber warum sollte es Gloria sein? Aus welchem Grund sollten wir Gloria verdächtigen? Haben wir irgendwelche Beweise? Ja, die ganze Zeit versucht, sich davon rauszureden. Beziehungsweise hat Ja. sie irgendwie jedes Und Mal dasselbe gesagt. wenn sie nichts zu verbergen hat, dann soll sie uns mal den Hals zeigen. Oder mehr. Vielleicht finden wir ja auch was anderes, also Ja, sie sorry, sollte mehr Schatzkopf, vielleicht auch ein zeigen. paar Knusper. Gloria Joey geht mir beschuldigen? gerade auf den Geist. Gloria beschuldigen? Ja. Ja, go. Ja, Musik. Oder Anti-Musik. Die Antwort liegt auf der Hand, euer Ehren. Oh, sein Stylus. Ihr wart es, Großinquisitorin Gloria. Say what? Das N-Wort. Haare brennen! Hexe! Ruhe, Ruhe, Ruhe im Saal! Oh, unvorstellbar, das ist unmöglich! Dies ist unmöglich! Ich muss sagen, werter Verteidiger, euer Mut ist beeindruckend. Trotz eurer Unbesonnenheit, eine Großinquisitorin anzuklagen, ist wagemutig. Doch ernsten Anschuldigungen folgen ernsthafte Konsequenzen. Ein klitzekleiner Fehltritt genügt. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr keinen Fuß mehr in dieses Gericht setzt. Merkt euch diese Worte, Verteidiger. Verstanden. Was hat sie gesagt?
Meine Güte, welch Zuversicht. Verstanden. Wir werden sehen, ob eure Zuversicht gerechtfertigt ist. Der Angreifer hat Frau Dorna mit einem Schlafmittel betäubt. Es dürfte nicht länger als ein paar Sekunden gedauert haben, bis sie das Bewusstsein verlor. Das Schlafmittel war wohl sehr stark. Oh, das ist wahr. Woher weiß der das? Schließlich sind die Wirkungen solcher Mittel der Magic recht ähnlich. So. Es gibt nur eine einzige Person in ganz Labyrinthia, die euch mit solchen Medikamenten versorgen könnte. Der Dealer um die Ecke. Ich meine... Nein, genau, in seiner Chateau-Dier-Chateau-Tube. Ja, Herrn Leonard de Victoire. Verteidiger, ist euch vielleicht entgangen, dass Herr de Victoire vor 3 Monaten verschieden ist? Monden. Ja, ist ja gemeint damit, glaube ich. Monaten? Ein Monat ist ein Mond. Ein ich Mond habe, ist ein Tag. Haben wir das? Ja, das hatte ich auch erst gesagt. Und was? Dann, ja, das gleiche habe ich dann auch gesagt. Hatten wir die Situation nicht wirklich schon mal? Ja, ich glaube schon. Ja. Eben, das. Ich habe es dann auch noch nachgeschlagen. Es ist tatsächlich, ein Mond soll gemeint sein, ein Mondzyklus oder sowas. Okay. Achso, ein Zyklus ist einmal im Monat. Ja, genau. Okay. So kann man sich das merken. Ich bin auch mir dessen. Erst der Woche genannt. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Das könnt ihr mir glauben. Das ist das Obst mit der häufigsten Saisonzahl im Jahr. Als er noch lebte, versorgte Herr de Victoire die Bürger dieser Stadt mit vielen Koks. Heiltränken für alle möglichen Krankheiten. Krankheiten? Mhm. Was sind so kleine Heiltränke, schwache Heiltränke, mittlere Heiltränke? Heiltränke! Gigantische Heiltränke. Heiltränke! Heiltränke, ja. Aber er konnte noch mehr. Er braute auch einige sehr gefährliche Tränke. Das war, wenn im Zweiten Weltkrieg ein Stall eingeweiht wurde. Heiltränke! Oh. Deshalb wurden nach seinem Tod alle Tränke und Gebräue konfisziert. Ja, konfisziert? Kokos infiziert? Konditorei? Inquisitor Flamberg erläuterte dies im vorherigen Hexenprozess. Wir haben alles konfisziert. Ende. Das Opfer war immerhin ein Alchemist. Wir hatten gehofft, die Gegenstände könnten uns wichtige Hinweise geben. Außerdem sollten solche Dinge nicht in die falschen Hände geraten. Es mag nicht die normale Praxis sein, aber hier notwendig. Die konfiszierten Güter werden in unserer geheimen Kammer gelagert. Der Kammer des Schreckens. Die einzige Person, die diese betreten kann, ist Frau Gloria, die Großinquisitorin. Oho! Mit anderen Worten, da ich Zugang zu diesen Tränken habe, muss ich der mysteriöse Angreifer sein. Wollt ihr darauf hinaus verteidigen? Korrekt. Es mag euch zum Weinen bringen, aber ein nenne ich dies nicht. Ihr selbst Herr de Victoire braucht eine Vielzahl teils gefährlicher Tränke, um den Bürgern dieser Stadt zu helfen. Er war dadurch wohl bekannt, was ihm nicht sehr recht war. Der war wohl bekannt, vielleicht war er es aber auch nicht. Da ist es mehr als nur wahrscheinlich, dass eben diese gefährlichen Substanzen auch jetzt noch überall anzufinden sind. Deshalb ist keinesfalls auszuschließen, dass der Täter, wer immer es auch sein mag, an ein Schlafmittel gelangen konnte. Oh, and lighting! Herr de Victoire's Medicine spielte lange Zeit eine große Rolle in der Gesunderhaltung der Bürger Labyrinthias. Es ist daher auch enlightening, dass einige der gefährlichen Tinkturen noch irgendwo in Labyrinthia sind. Gestattet mir einen Rat, Verteidiger. Wenn ihr das nächste Mal im Gericht redet, haltet die Fresse. Will ich euch echte Beweise statt theatralische Anklagen von euch zu geben. Versagt ihr, werde ich eure nächsten Worte den Flammen übergeben. Das passt zu ihr. Ich wusste, sie würde meiner Theorie nicht mit einem Lächeln begegnen. Sowohl Großinquisitorin Gloria als auch Inquisitor Flamberg sind die Boten der Justice in Labyrinthia.
Das Erheben solcher Anklagen gegen einen der beiden ohne gute Causes wird mit der härtesten aller Strafen geahndet. Justice Apollo. Demnächst auf Excel Entertainment oder auch nicht. Scheiße, sie haben Kenny getötet. Oh. Ich glaube, der Richter meint, dass wir entweder einen Beweis liefern sollten oder der Viktor bald Gesellschaft leisten. Scheiße, sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine. Ich muss einen entscheidenden Beweis präsentieren, und zwar schnell. Oh, Moment. Folgendes. So. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen kann. Nein, Mm-mm. Ich habe gerade gespeichert. Großinquisitorin Gloria ist der Angreifer. Ich werde dies beweisen, und zwar mit... Oh. Gloria selbst, denn sie hat einen Kratzer am Hals. Ja. Nimm das! Die Verteidigung glaubt, dass es ein Indiz gibt, das Großinquisitorin Gloria mit dem Verbrechen in Verbindung bringen kann. Großinquisitorin... Zieht euch aus! Dieses Indiz befindet sich momentan an eurem Körper. Es hat ungefähr die Größe D. Wo guckt sie, wo greift sie denn da gerade hin? Oho. An meinem Körper. Ich hätte mir ja hier irgendwo ein Gericht. Das hohe Gericht will den Körper in Augenschein nehmen. Das Gericht weiß nicht, worauf der Verteidiger hinaus will, aber zeigt dem Gericht nun dieses Indiz. Zeigt uns das Indiz, dass die Großinquisitorin immer noch mit sich tragen soll. So, hier? Ihr habt der Hals. Okay. Ein bisschen rechts oberhalb. Aber ist ja alles drin. Präsentieren? Ja. Da! Der Hals der Großinquisitorin. Ihr wollt doch nicht etwas sagen. Doch. Nein. Oh. Frau Donner riss diesen Anhänger vom Hals des Angreifers. Schaut euch bitte das Band an. Dort ist immer noch etwas Blut zu erkennen. Laut ihrer vorherigen Aussage hat Frau Donner, als sie am Band gezogen hat, immer wieder, wenn... Warte. Ja, immer wenn wir aufnehmen, sonst nie. Selbst gefühlt, dass sie den Hals des Angreifers kratzte. Stimmt doch, Frau Dorner, oder? Es stimmt. Und deshalb... Erkläre ich sie zu Mann und Frau. Deshalb sollte der Angreifer immer noch einen Abdruck oder besser gesagt eine Wunde am Hals haben. Oder? Oh, ich glaube, das macht Sinn. Ja. Oh, ein Wunde. Die Wunde von Bernd. Macht es euch etwas aus, dem Gericht euren Hals zu zeigen, Großinquisitorin Gloria? Und mehr geht auch. Ja. Ich bin überzeugt, dass wir unter diesem hohen Kragen genau die Wunde finden werden, nach der wir suchen. Nein, werden wir nicht, denn die Großhexe Arcana kann doch Wunden schneller als ein Schwert, die sie machen kann, verschwinden lassen. Es kommen die ganzen Leute, die immer Flammenberg rufen und ausziehen. Genau. Natürlich gibt es eine Ausnahme. Wenn ihr dieses Wunde von Magie her geheilt habt. Was für eins, schade. Bitte? Please. Zieht euch aus. Okay. Na los, Waffe. Ihr habt recht, an meinem Hals ist tatsächlich eine Wunde, die mir heute Nacht zugefügt. Ach, Mark. Beim Liebesspiel. Mark, kennst du No More Heroes ein bisschen? Nicht so ganz. Schade, also, weil gespielt habe ich es nicht. Ich habe Gameplay gesehen, da muss man wohl auch das Schwert schütteln, damit es wieder aufgeladen wird. Wie in echt?
Ja. Cool. Frau Gloria, was bedeutet das alles? Heißt das, dass Frau Gloria die große Hexe ist? Euer Ehren. Ja, ich sehe, ihr seid auch noch da, Verteidiger. Euer Ehren, ich weiß, ihr seid geschockt und so, aber kommt schon, arbeitet mit mir zusammen. Euer Ehren, die Verteidigung möchte Großinquisitorin Gloria in den Zeugenstand rufen. Was habt ihr da gerade gesagt? Ich sagte, die Verteidigung möchte Großinquisitorin Gloria in den Zeugenstand. Was habt ihr da gerade gesagt? Ich sagte, na, okay. Moment. Moment. Können wir bitte noch spielen, bevor jetzt gleich Ende ist? Ja, weil ich dachte hier irgendwo, ich sagte, habt ihr ein Problem mit nackten Hintern? Nackte Hintern, ja. Ein Helsen. Aber ich weiß nicht mehr. Hintern, nackten Hintern. Ah, weil die Runde am Hals ist. Ach, Mann. Es ist, ja, aber ich meinte den Sound. Der Sound ist nicht am Hals. Nee, eben. Den haben wir am Hals. Nee, das Ohr bleibt im Kopf. Es ist nun recht offensichtlich, dass die Großinquisitorin irgendetwas mit den Geschehnissen dieser Nacht zu tun hat. Und darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sie ihre Macht als Großinquisitorin benutzt hat, um meine Mandantin als Arcana-Quana hinzustellen. Arcana-Quana. Aber in all meinen Jahren als Richter wurde noch nie ein Inquisitor inmitten eines Prozesses in den Zeugenstand gerufen. Ja, da sollten Sie mal drüber nachdenken. Nun, wir werden Geschichte schreiben, wenn es uns gelingt, die Wahrheit aufzudecken, euer Ehren. Doch, wir haben ein Problem. Wir haben nicht genug Platz. Dieser Prozess kann ohne einen Inquisitor nicht fortgeführt werden. Nein, holt doch Flammenberg, ja. Flammenberg. Hey. Hallo? Hey, wie wär's mit Inquisitor Flamm? Einspruch. Inquisitor Flammenberg bleibt für seinen Hochverrat gegenüber dem Schöpfer weiterhin im Kerker inhaftiert. Dann nehmen wir halt Inquisitor Pain. Einspruch! Oh Gott. Man nennt mich den Inquisitorenkiller. Unmöglich! Nein, ich tue es nicht. Ich sehe Marks Gesicht schon. Höchst bedauerlich, Verteidiger. Nichts ist bedauerlich. Alles ist hoffnungslos, wenn Großinquisitorin Gloria sich nicht in den Zeugenstand begibt. Ist Sophie erledigt und die Wahrheit ebenfalls. Andererseits, ohne einen Inquisitor auf der Gegenseite, können wir ihn jetzt die ganze Zeit so laufen lassen und dann kommt da auch so eine Spur irgendwann im Boden? Ja, irgendwann, so irgendwann wie bei DuckTales im Boden, genau. Ja. Kann der Prozess nicht weitergehen und der Ausgang wäre der gleiche? Ich glaube, ich weiß, wer kommt. Was will ich tun? Moment mal. Ja! Jetzt kommt wieder der geilste Auftritt von Layton. Diese Rolle kann Layton übernehmen. Aber Herr Layton, was wollen Sie damit sagen? Ich kann eindeutig beweisen, dass Sophie der Narrateur Arcana die große Hexe ist. Nun, Herr Wright. Die Zeit ist jetzt reif, um den Fall endlich abzuschließen. Wir hatten darauf gehofft, dass der Professor auftauchen würde. Wenn jemand in der Lage wäre, den entscheidenden Beweis zu finden und den Prozess zu gewinnen, dann er. Er kam zwar, aber er stand nicht dort, wo ich ihn erwartet hätte. Er war nicht auf unserer Seite, er war ein Inquisitor. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, was bis zum Ende des Prozesses noch passieren wird. Wie kann der denn eigentlich? Oh, Fortsetzung folgt. Das wäre ja der perfekte Moment. Krasser Scheiß, ja. Ja. Cooler Cliffhanger. Aber wie kann er denn zum Inquisitor gemacht werden? Durch den Schöpfer? Haben die jetzt,
Haben die jetzt spontan beschlossen? Ich glaube schon. Oder ich ernenne mich selbst. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das ausgehen soll. Ja, wollen wir also doch noch weitermachen? Nein. Es ist direkt um 12. Nein. Also okay. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Oh. Ja, ich würde gerne, aber ich will nicht. Ich könnte zwar, aber ich will nicht. Ja. Ich würde gerne, aber ich will nicht ohne Mark. Das ist der letzte Stream. Deswegen haben wir ja am Anfang gesagt, das wird's eh nicht. Das nächste wird ja eine Aufnahme und kein Stream. Genau. Das nächste halt der letzte. Und das mal davor, und das mal danach, und das mal danach. Der nächste 3.0. Ja, genau. Okay. Cool, ja. In diesem Sinne. Tschüss, jo. Haut rein, adios. Bye, bye. Döner! Ja, komm wieder runter. Ich pack schon mal das Geld raus für die nächste Runde. Und tschüss.